Hallo allerseits! Wer von euch hat eigentlich als Kind ein Buch gelesen oder vorgelesen bekommen, in dem jemand zum Beispiel zwei Mamas oder zwei Papas hat oder in einer Patchwork-Familie lebt, wo die Protagonistin vielleicht schwarz war und oder eine Behinderung hatte? Ich vermute, ähnlich wie bei mir dürfte das gar nicht der Fall gewesen sein. Und wenn, war das vielleicht so der allerkleinste Nebencharakter, der unter diesen Umständen des Anderssein auch ganz furchtbar gelitten hat. Und das hat natürlich nicht dazu beigetragen, dass man groß wird und sich dann denkt, okay, cool, das ist alles normal, das gehört alles zum Leben dazu und es muss nicht furchtbar sein, das kann total bereichernd sein. Genau an dem Punkt setzt das Buch von Britta Kiewit an, nämlich, ach, das ist alles Familie. Illustriert wird es von Emily Claire Völker, es ist im EMF Verlag erschienen und hat auch ein Sensitivity Reading gekriegt von Discheck. Das sage ich jetzt extra dazu, weil das ist bei diesem Buch tatsächlich wichtig, dass es so ein Reading bekommen hat. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Themen in diesem Buch. Im Inhaltsverzeichnis gibt es dann auch entsprechende Hinweise, wenn es vielleicht ein schwieriges Thema sein könnte für die Kinder, aber auch für die Person, die das Buch vielleicht vorliest. Und ja, es geht zum Beispiel um Samenspende, darum Gefühle zu leben, um gleichgeschlechtliche Familien, um das Leben mit Behinderungen, mit psychischen Krankheiten. All diese Dinge finden Platz in dem Buch. Es ist immer wie so eine kleine Geschichte, sage ich jetzt mal, zu jedem Thema. Ja, so lernt man die verschiedenen Charaktere ein bisschen kennen. Es sind super viele und alles, was an diesem Buch beschrieben wird, ist entweder neutral oder positiv dargestellt. Also ganz egal, ob jemand sich entscheidet, zum Beispiel das Kind mit Flasche zu füttern oder an der Brust zu stehen. Egal, ob ein Kind vielleicht bei seinen Eltern lebt oder bei anderen Menschen, die das Sorgerecht für das Kind haben. All das wird einfach als eine Möglichkeit von vielen dargestellt. Und das finde ich total gut, weil, wie ich am Anfang ja schon gesagt habe, in den meisten Fällen ist alles, was irgendwie anders ist, schlecht. Gerade in Büchern und in Kinderbüchern kommt es einfach auch mal gerne gar nicht vor. Und ich glaube, es ist heutzutage so wichtig wie nie, dass wir einfach wissen, ja, Menschen sind unterschiedlich, Menschen leben in unterschiedlichen Familien und Personenkonstellationen, das ist vollkommen in Ordnung. Und ich fand dieses Buch einfach so schön zum Lesen, auch wenn ich jetzt 25 bin. Außerdem, hier seht ihr dieses kleine blaue Chamäleon. Ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, dass da was steht, aber da steht mit Tipps für Eltern und Bezugspersonen. Also es wird halt auch nochmal ganz klar, allein schon auf dem Cover des Buches gesagt, Eltern sind nicht die einzigen, die einen Einfluss auf Kinder haben. Das können auch LehrerInnen, NachbarInnen, Geschwister, andere Verwandte, FreundInnen sein. Und das ist genauso gut oder gleichwertig, wie wenn das halt die biologischen Eltern von einem Kind sind. Finde ich total klasse. Hier steht dann auch nochmal hinten drauf, kommt mit und entdeckt, was Familie alles sein kann. Und ich muss tatsächlich sagen, am Anfang des Buches war ich dann so, okay, cool, es ist jetzt so fast alles repräsentiert worden. Wo bleiben die Menschen, die vielleicht nicht gut hören, die taub sind, die Gebärdensprache verwenden, was man ja auch verwenden kann, wenn man nicht taub ist und es andere Gründe gibt, die dafür sprechen, auf Gebärdensprache auszuweichen. Und dann kam es doch und, oh mein Gott, ich habe ehrlich gesagt fast ein bisschen geweint bei dem Buch, auch an der Stelle, weil es halt einfach so ein Mega-Gefühl von gesehen werden war. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal bei einem Buch hattet. Wenn ihr das schon mal hattet, lasst mich das super gerne wissen. Ich hatte das auf jeden Fall bei diesem Buch immer mal wieder, weil es so viele Facetten des Lebens zeigt, von denen ich immer dachte so, boah, irgendwie ist das nur so bei mir so. Oder ich kannte vielleicht ein, zwei Personen, bei denen das so ist, aber irgendwie niemanden sonst. Und dadurch war es total unnormal. Und dann ist es immer so ein bisschen schwierig einzuordnen, gerade wenn man halt noch jünger ist. Jetzt weiß ich es zum Glück besser. Und dieses Buch kann meiner Meinung nach einen großen Beitrag dazu leisten, dass Kinder, aber auch Erwachsene halt merken, was es alles geben kann und dass es halt auch gut ist oder es halt einfach nur ist. Es muss ja noch nicht mal gut sein, es reicht ja einfach, dass es so ist. Und dass das genauso verdient, akzeptiert zu werden wie alles andere auch. Ich glaube, es ist kein großes Geheimnis, dass dieses Buch von mir den goldenen Bücherengel kriegt. Ich habe das Buch tatsächlich sehr, sehr spontan auf der Buchmesse als Rezensionsexemplar bekommen und habe mich sehr darüber gefreut. Meine Frau folgt auch der Autorin schon eine ganze Weile auf Instagram und war dann voll so, oh mein Gott,
dieses Buch. Wir müssen uns das Buch mal irgendwann holen, wenn wir irgendwie vielleicht selber Kinder haben oder so. Ja, gut, den Punkt haben wir jetzt schon erledigt. Also das Buch holen, nicht das Kinderkriegen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Lasst mich super gerne wissen, wenn ihr ähnliche Bücher kennt, ähnliche, diverse Kinderbücher, die eben einen guten Beitrag zur Vielfalt bringen, leisten. Ihr wisst, was ich sagen möchte. Und ich hoffe natürlich, dass ihr euch jetzt nicht denkt, seit wann stellt Luisa Kinderbücher vor? Das ist halt eben der Punkt. Ich glaube, dass das Buch nicht nur wichtig für Kinder sein kann, sondern eben auch für Erwachsene. Ich fand es für mich auf jeden Fall auch schon sehr wichtig. Und mit diesen Worten möchte ich jetzt auch schließen und hoffe, dass ihr fit, munter und gesund bleibt. Bis zum nächsten Mal.